bezahlen Sie uns nachher. Jetzt kann ich nicht. Ich muss jetzt dringend was machen. Wo ist mein verdammtes Geld? Ich schlag dich tot, wenn ich dich erwisch, du kleines Stück Scheiße. Sie, komm her. Was macht der Junge denn da? Los, komm her. Wieso? Der Junge will doch bloß sein Geld. Was willst du denn machen? Ich muss mit ihm reden. Du behandelst ihn immer noch wie ein Baby. Diese Jungen sind nun mal so. Da kannst du machen, was du willst. Ich krieg von ihm noch Geld. Verpass ihm was mit dem Bleirohr. Schleif ihn einmal rund um den Block. Was soll das? Was gibt ihr dem Jungen für Ratschläge? Alles, was euch Gorillas einfällt, kommt her. Komm mit. Ich beginne das Maul auf. Hör ja nicht auf diese Halbaffen. Ich bin bei Gino. Ich bin bald zurück. Hey, buon appetito. Was gibt's denn? Dieser Kerl, Louis Dumps von vorhin, der schuldet mir $20 schon über 2 Wochen und jedes Mal, wenn er mich sieht, versucht er eine Fliege zu machen. Allmählich geht der Typ mir echt auf den Sack. Ich meine, soll ich ihn fertig machen oder was? Was ist bloß mit dir? Was habe ich dir immer gesagt? Verprügeln ist nicht immer die richtige Antwort. Ist er sowas wie ein guter Freund von dir? Nein, ich mag ihn noch nicht mal. Verstehe, du magst ihn nicht. Bitte, da hast du die Antwort. Siehst doch mal so, für $20 hast du ihn vom Hals, oder? Er fällt dir nie wieder auf die Nerven und er wird sich nie wieder von dir Geld leihen. Für $20 verschwindet er aus deinem Leben. Das finde ich billig. Du hast mal wieder recht. Du hast eben immer recht. Ja, ich habe immer recht. Wenn ich immer recht gehabt hätte, hätte ich nicht 10 Jahre gesessen. Was hast du die ganze Zeit getan? Du kannst im Knast nur 3 Dinge tun, Junge. Karten spielen, Gewichte heben und dauernd Ärger bekommen. Was hast du getan? Ich? Ich habe gelesen. Tja. Aber was hast du gelesen? Weißt du, wer Machiavelli ist? Wer? Machiavelli, ein berühmter Schriftsteller von vor 500 Jahren oder so. Die Verfügbarkeit, das hat er immer gesagt. Die Verfügbarkeit? Ganz genau. Pass jetzt mal auf. Ich könnte überall wohnen, wo ich will. Weißt du, warum ich noch immer hier wohne? Um verfügbar zu sein. So bin ich dicht dran an allem, was ich tut. Wenn ich den Finger an den Puls lege, merke ich sofort, wenn es Ärger gibt. Das muss man rechtzeitig erkennen. Denn wenn du es nicht tust, dann wuchert der Ärger wie ein Krebs und kann dich töten. Darum musst du ihn rausschneiden. Capisce? Na, komm jetzt. Du machst dir den Kopf um Louis Dumps. Niemanden interessiert das. Niemand interessiert sich für nichts. Kümmere dich um dich selbst, um deine Familie, um Menschen, die dir was bedeuten. Darauf kommt es im Grunde an, verfügbar zu sein. Die Menschen, die mich hier jeden Tag im Viertel sehen und die auf meiner Seite stehen, die können sich sicher fühlen, weil sie alle wissen, ich bin da. Umso mehr haben sie Grund, mich zu lieben. Aber die Menschen, die nicht auf meiner Seite sind, die sind vorsichtig, weil sie genau wissen, ich bin da. Und deswegen haben sie guten Grund, mich zu fürchten. Ist es besser, wenn man geliebt oder gefürchtet wird? Eine sehr gute Frage. Es ist schön, wenn man beides haben kann, aber sehr schwierig. Aber wenn ich mich entscheiden sollte, würde ich lieber gefürchtet. Die Furcht hält länger als die Liebe und Freundschaften, die man mit Geld kauft, bedeuten nichts. Du siehst ja, wie es hier läuft. Ich mache einen Witz und darüber lachen alle. Ich weiß, ich bin witzig, aber so witzig auch wieder nicht. Die Furcht lässt sie mir gegenüber loyal bleiben. Aber der Trick dabei ist, nicht gehasst zu werden. Deswegen behandle ich meine Männer gut, aber nicht zu gut, denn sie brauchen mich nicht, wenn ich zu viel gebe. Sie kriegen immer so viel, dass sie mich noch brauchen, aber nicht hassen müssen. Vergiss bitte nicht, was ich dir sage. Sunny?